Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Miechen. Woo! Und ich bin gerade beim Mediamarkt gewesen. Also ich sitze jetzt noch im Auto und warte auf meine Mama und meine Schwester, die auch jeden Moment kommen müssten. Aber ich wollte euch unbedingt noch schnell was erzählen. Und zwar freue ich mich riesig, denn beim Mediamarkt gibt's momentan total viel zu kaufen von Gregor Meile. Und das freut mich total, weil... Wie ihr ja wisst, habe ich ein Spinnweben an meinem Finger. Ein Spinnweben alleine, ne? Mag ich Gregor Meile ja sehr. Seit dem Sing mein Song Tauschkonzert, bla 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 bla. Mein Auge, ne? Es sieht heute schon wieder so extrem matschig aus, aber weil es auch die Sonnenseite ist. Scheint überhaupt keine Sonne, aber naja, auf jeden Fall freue ich mich total, weil Gregor Meile wirklich so ein unglaublich toller Mann ist. Und ich meine nicht nur seine Musik und seine Stimme allgemein, sondern einfach auch er als Typ. Ich bin ja bei Facebook, das ist vielleicht auch nochmal interessant für alle, die Gregor Meile ebenfalls mögen. Bei Facebook gibt es eine Gruppe, die heißt Gregor Meile Fanclub. Sehr simpel. Und die Gruppe ist von zwei Mädels, die wirklich zu jedem Konzert fahren und auch meistens irgendwie was für Gregor dabei haben, was halt von uns, den Fans, sag ich mal, kommt. Ich betitel mich ja immer wirklich nicht so gerne als Fan, weil das ist so ein Teenie-Ausdruck irgendwie, ne? Nicht, dass ich jetzt unglaublich reif und erwachsen wäre, aber naja. Auf jeden Fall ist das total cool. In dieser Gruppe kriegt man halt immer total viel mit. Wo sind Konzerte? Wie waren die Konzerte? Irgendjemand ist immer auf dem Konzert. Spätestens die beiden Mädels, denen die Gruppe gehört. Und ja, ich finde das auf jeden Fall total cool, denn ich war ja im Mai bei dem Gregor Meile Konzert, auf meinem ersten und bis jetzt einzigen. Und das war ja wirklich noch ein sehr, sehr, sehr kleines Konzert. Und das war ja auch relativ direkt nach der Sing mein Song Ausstrahlung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das kam, aber auf jeden Fall ist es gefühlt nicht sehr weit auseinander gewesen. Also ich habe auf jeden Fall gewusst, Gregor Meile kommt bei uns hin, in der Nähe, auf dem Dorf. Und habe mich ja total gefreut und habe mir auch gleich Tickets gekauft. Und bin ja mit einer Freundin dahin gefahren. Und es war total cool und wir haben die ganze Zeit gefilmt und Fotos gemacht, also nicht die ganze Zeit, aber das ist auch immer hart diskutiert in dem Fanclub, ob man jetzt filmen soll oder nicht, ob das irgendjemanden stört, aber wir haben schon relativ viel gefilmt, aber ich habe immer darauf geachtet, ob das niemanden stört, weil ich hasse das auch, weil ich einfach so klein bin, wenn jemand vor mir steht, der eh schon 5 Meter groß ist und dann auch noch mit dem Handy und man weiß schon gar nicht mehr, wo man durchgucken soll. Das Problem hatten wir auf dem Konzert auch, dass da öfters mal eine Person vor uns stand, die schon relativ groß war und dann auch noch mit dem Handy und ich schon immer so mit meinem Handy irgendwie versucht habe, da durchzufilmen. Es war aber ein mega, mega gutes Konzert und es war ja wirklich noch relativ klein. Es ist halt bei uns auf dem Dorf so eine ganz kleine Halle. Und auf jeden Fall, es war richtig, richtig toll. Und ich schwärme immer wieder von diesem Moment, wo Gregor dann von der Bühne kam und auch mal ohne Mikrofon vom Mund, sage ich mal, sondern einfach so direkt in den Raum gesungen hat, einfach nur mit der Gitarre und einfach seine Stimme und es hat sich so krass angehört, weil man denkt ja noch so, okay, durchs Mikrofon und die Boxen und sowas, das klingt ja dann immer noch ein bisschen anders. Aber seine Stimme klingt einfach so, also wie von der Platte, so würde Dieter Bohlen jetzt sagen. Also echt, mit dem kannst du so ins Studio gehen und eine Nummer eins nach der anderen raushauen. Würde auch Dieter Bohlen jetzt sagen. Nein, aber... Und er ist ja eigentlich... Also vor
Sing Mein Song ist er ja echt noch so ein Underdog gewesen. Und jetzt wird er halt immer mehr und mehr berühmt. Und es gibt halt immer größere Konzerte, was auch sehr zur Diskussion immer geführt hat in dem Fanclub, weil da sind welche, die wirklich von der ersten Stunde an, als Gregor Meile damals bei Stefan Raabs Sucht den mitgemacht hat, wo ja dann wer gewonnen hat? Wer hat denn da gewonnen? Ach, Stefanie Heinzmann. Kennt ihr die noch? Stefanie Heinzmann? Die kennt nämlich kaum noch einer. Und ja, in dem Fanclub sind halt auch Fans, die wirklich seit der ersten Stunde, als er in dieser Show mitgemacht hat, halt ja an ihm dran sind, sag ich mal. Und die finden das natürlich jetzt nicht so prall, dass es auch immer größer werdende Konzerte in immer größer werdenden Locations sind, weil die natürlich auf diese ganz intim, privaten, kleinen, wohnzimmerartigen Konzerte stehen. Und kann ich auch völlig verstehen. Ich fand das auch super bei uns. Und ich hoffe ja, dass er nächstes Jahr nochmal wiederkommt und in der gleichen Location spielt, weil er hat letztes Jahr auch schon mal da gespielt. Da kannte ich ihn aber halt noch nicht. Also ich kenne ihn halt wirklich leider erst seit Sing Mein Song. Wenn ich mir überlege, diese Show mit Stefanie Heinzmann damals von Stefan Raab, das ist ja schon, ach, das ist ja schon ewig her so. Und wie viel man da echt so verpasst hat, ne? Ist ein bisschen schade, aber ich bin halt auch froh, dass ich ihn jetzt kenne, weil es gibt natürlich immer noch viel zu viele Leute, die ihn nicht kennen. Klar gibt es auch Leute, die seine Musik einfach nicht mögen, aber er ist echt so einer, den man einfach irgendwie supporten und pushen muss, weil, weiß ich nicht, ich liebe seine Musik und ich liebe diesen Typ einfach. Der ist sowas von auf dem Teppich geblieben. Ich kenne, glaube ich, keinen Künstler, der so auf dem Boden ist einfach. Ich meine, gut, er ist ja auch noch nicht so fame, aber er hätte es verdient. Ja. Und ich trinke eine Active O2. Kennt ihr das, wenn die immer so machen? Am Anfang? Und ihr euch damit voll aus Versehen ins Auge spritzt? Das ist immer super. Von meiner Mama und meiner Schwester noch immer nichts in Sicht. Ich kann noch reden. Ja. Auf jeden Fall bin ich gerade darauf gekommen. Ich wollte sowieso mal wieder ein Video über ihn machen. Und ja, jetzt stehen da einfach zwei Alben, die ich auch noch nicht habe. Er hatte ja auch ein bisschen Merchandise, kann man ja eigentlich gar nicht sagen. Er hatte halt 3 CDs mit. Und es gab halt ein Live-Album und 2 ja normale Studioalben halt. Und ich kannte mich ja noch überhaupt nicht aus und ich wusste überhaupt nicht, wo welche Lieder drauf sind. Und das war eine riesige Schlange hinter uns und ich wollte jetzt auch nicht 5 Stunden mir alles angucken. Und habe dann halt gefragt, was sie mir denn empfehlen würde. Und da meinte sie, auf jeden Fall das Live-Album, das ist so toll. Und ja, dann habe ich halt das gekauft. Und da sind jetzt halt natürlich sehr gemischte Songs drauf. Also von sehr, sehr, sehr früher und sehr, sehr, sehr später. Ja, ist halt alles sehr durcheinander. Und jetzt gibt's halt diese beiden Studioalben gerade bei Mediamarkt und ich freue mich total. Also einmal Meile für Meile und einmal Meilenweit, glaube ich. Ja, ich habe mir gerade die Rückseite durchgelesen, um zu gucken, welche Songs da drauf sind. Es ist jetzt halt blöd, weil auf meinem Live-Album sind halt von beiden Alben einige Songs drauf. Wobei die Studio-Version zu haben wäre, glaube ich, auch cool. Also die Live-Versionen sind auch schon echt Bombe. Also ich bin mit meiner Auswahl schon sehr zufrieden, aber es würde mir auch nicht schaden, die anderen auch noch zu haben. Aber es war mir jetzt ein bisschen zu teuer, das noch mitzunehmen. Weil ich ja, wie gesagt, jetzt auch schon gerade 3 CDs gekauft habe. Und ja. Da kommen meine Leute.